Was Matisse und seine Freunde hier 1905 ausstellen, ist nichts Geringeres als eine Revolution der Kunstgeschichte. Zum ersten Mal seit 5 Jahrhunderten wird Kunst vom Prinzip, Natur nachahmen zu müssen, befreit. Die Kunst ist autonom und setzt Bilder für sich unabhängig von dem, was das Auge sieht. Matisse malt durchaus an Orten, aber er ist nicht an der pittoresken Erscheinung eines Ortes, eines Fischerdorfes in Collioure interessiert, nicht an der Topografie, sondern an der Erscheinung des Bildes. Das soll leuchten, das soll glühen. Und dafür bemüht er eine völlig neue Grammatik der Malerei. Komplementärfarbenkontraste, Rot, Grün, das er besonders liebt, Türkis, Orange, Blau und Ocker, werden nebeneinander gesetzt und steigen einander so sehr, dass man tatsächlich glaubt, das Bild ist in der gleißenden Sonne des Lichtes gemalt worden. Dabei gibt es keinen Schatten, keine Perspektivkonstruktion, keine Modellierung. Diese Bewegung des Fauvismus, diese Bewegung der wilden Bestien, wie die Kritiker sie genannt haben, dauert kaum 2,5 bis 3 Jahre. Aber alles, was danach Expressionismus ist, die Brücke in Dresden und in Berlin, der Blaue Reiter in München oder andere Bewegungen in Wien, sie alle, die sich selbst ausdrücken wollen, haben als Ahnen Matisse, Perrin, Lamarck und die Fauve. Hier wird zum ersten Mal das Gefühl des Künstlers in Farben gegossen, in Form gegossen und nicht mehr das Auge des Malers in seiner Autorität bestätigt. Das ist der Gegenstand dieser Ausstellung. Das macht die erste Avantgarde-Bewegung des 20. Jahrhunderts so spannend. Der Befreiungsschlag der Kunst vom Prinzip der Naturnachahmung findet bei Matisse keineswegs nur in der Malerei statt. Auch in der Skulptur und in der Zeichenkunst finden wir diese Loslösung von der Verpflichtung, Wirklichkeit abbilden zu müssen. Und er fühlt sich dadurch noch ermächtigt durch die Erfahrung der afrikanischen Skulptur. Schon 1906 kauft, bewundert er Wili und Fang Masken Afrikas, die ein völlig neues Verständnis von Anatomie, ein symbolisches Verständnis von Proportionen bringen. Das wird nun für ihn fruchtbar gemacht in seinem skulpturalen Hauptwerk. Diese fauvistischen Bronzen befreien sich völlig von der Verpflichtung, die Anatomie eines weiblichen Körpers richtig wiederzugeben. Stattdessen geht es Matisse um die Arabeske, um die Kurvilinearität der Schönheit, einer Linie, eines Umrisses. Dafür kann er die Masse des Körpers abbauen und er gewinnt eine neue Harmonie, eine Melodik, von der er sagt, jedes große Kunstwerk sollte diese Harmonie ausstrahlen. Ein großes Kunstwerk ist wie ein Lehnstuhl, in den man sich zurücklehnt und erholt von der anstrengenden physischen Arbeit des Tages. Das ist für Matisse Kunst.